Willkommen zu meinem neuen Projekt und ich begrüße euch zu Wario World. Eines meiner Kindheitsspiele. Ich habe es leider nie wirklich durchgespielt und es ist bei mir auch ein wenig in Vergessenheit geraten. Deswegen freue ich mich umso mehr auf dieses Projekt. Es ist 2003 für meine natürlich absolute Lieblingskonsole erschienen und zwar für die Nintendo GameCube. Ich habe hier schon einen kleinen Spielstand. Ich habe mal kurz gespielt, um mal zu gucken, ja, wie die Steuerung noch so war. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Jetzt geht's erstmal los mit der Vorgeschichte dieses Spiels. Deswegen sehen wir uns nach dieser Geschichte wieder. Deswegen bis gleich, Leute. Vor langer Zeit existierte ein sonderbares, finsteres Juwel. Es zehrte von den Wünschen der Menschen und konnte deren Sehnsüchte in eigene Macht verwandeln. So brachte dieses ominöse Juwel eine Unzahl bösartiger Geister hervor, die alle unbescholtenen Kreaturen terrorisierten. Doch bevor seine fiesen Vasallen das Land überrennen konnten, gelang es den Wichtlingen des geheiligten Gehölzes, das finstere Juwel zu versiegeln und es tief im Inneren ihrer altertümlichen Ruinen zu verstecken. Die Zeit verging und mit ihr verblasste die Erinnerung an diese Ereignisse. Eines Tages jedoch raubte ein selten gieriger Schatzsucher just dieses Juwel aus den Ruinen. Endlich bin ich frei, jetzt geht's an die Arbeit. Ich werde mir sämtliche Schatztümer dieses gierigen Idioten verknüpfen und zu meinen treuen Dienern machen. Leute, wir werden auch schon direkt in die Welt geworfen. Ja, was ist hier überhaupt passiert, Leute? Habt ihr das gerade gesehen? Wario hat einfach so viele Schatztümer gehabt, aber sie wurden ihm von einem bösartigen Juwel anscheinend entrissen, welches er einmal geklaut hatte. Und ja, kommen wir jetzt erstmal zu dem Spiel. Ich denke mal, er möchte einfach alle seine Schatztümer wieder zurück haben und wie in Mario 3D Spielen oder auch anderen, ja, Jump'n'Run Spielen, gibt es hier auch verschiedene Welten. Es gibt nur 4 Stück, aber dafür sind die Welten auch gar nicht mal so klein, meiner Meinung nach. Und ja, die einzige Welt, die offen ist, ist natürlich die erste Welt und da gehen wir direkt rein. Wie gesagt, ich habe das Spiel nie wirklich durchgespielt. Ich glaube, ich habe nur die zweite Welt gespielt, weil ich einfach zu viel Schiss hatte, überhaupt, ja, das Spiel einfach weiterzuspielen. Ich war da halt noch ziemlich jung und deswegen kann das ja auch mal passieren. Also, kommen wir erstmal zum Gameplay. Also, Wario kann ja auch schlagen. Er kann, wenn er es gedrückt hält, kann er, ja, so einen Tackle ausführen. Ich würde erstmal sagen, jetzt habe ich aus Versehen das Schild getroffen, da steht drauf: Checkliste, Boss erledigen, alle roten Kristalle krallen, Herzteil ergattern, Goldstatue komplettieren, mein Zeugs beschaffen, alle Schätze mitnehmen. Okay, das können wir auf jeden Fall machen. Ich werde aber kein 100% Projekt daraus machen und ich würde sagen, wir gehen direkt in das erste Level hinein. Und ich finde immer diese Animation lustig, wie er da so runterfliegt. Turbulentia, wunderlicher Wald. Und das ist das erste Level, Leute. Ich muss sagen, für ein GameCube-Spiel sieht die Welt nicht schlecht aus, meiner Meinung nach. Aber ich habe so ein bisschen Probleme mit den Gegnern. Also die werdet ihr auch sehr wahrscheinlich gleich sehen. Noch zum Spiel, guckt euch das an. Guckt euch das an, die sind echt nicht, so gut designt. Also es sind auf jeden Fall nicht die, oh, das wollte ich gar nicht, nicht die bestdesigntesten, ja, Gegner oder sowas. Und noch zur Info zu den Leveln: Es gibt am Ende jedes Levels gibt es immer einen Endboss. Achso, ja, Wario kann auch noch, so wie Kirby ungefähr, Sachen einsaugen. Das ist natürlich dazu gut, wenn man
keine Ahnung, wenn man zum Beispiel Münzen einsammeln will, ich hau die jetzt nochmal kurz um, so zum Beispiel. Und ja, in den Truhen sind auch verschiedene Sachen drin, aber die interessieren uns eigentlich gar nicht die meisten. Hier steht nämlich, sammle solche Schätze, um Spiele zur Übertragung auf den Game Boy Advance zu aktivieren. Das bringt uns ja nichts, weil wir vom Emulator aus nichts auf den Game Boy, ja, herübertragen können oder übertragen können. Das bringt uns einfach nichts. Und ich würde sagen, hier geht's weiter. Habt ihr das schon gehört? Ja, ich denke mal, ihr habt das gehört. Ist irgendwie so ein komisches Teil. Was ist das, Leute? Hauen wir aber mal gegen. Mario, da bist du endlich. Aber hallo, erstmal zu deiner Information. Ich bin ein Wichtling dieses Waldes. Es sieht übel aus. Du hast dieses finstere Juwel gemobst und nun extrahiert es die Gier, die in deinen Burggemäuern allen gegenwärtig ist. Und gewinnt daraus negative Energie. Dadurch werden schreckliche Dinge in Gang gesetzt. Ich scherze nicht. Hier sind fürs Erste ein paar Tipps. Spring mit Hilfe des A-Knopfs und schlage mit Hilfe des B-Knopfs. Mit Hilfe des B-Knopfs kannst du sogar bewusstlose Monster aufnehmen, um sie davon zu schleudern. Probier's mal. Also die Dinger sind irgendwie, ja, also für mich haben die im Entferntesten ein bisschen Ähnlichkeiten mit Toads oder sowas. Zum Beispiel aus, ja, aus, keine Ahnung, Luigi's Mansion, die da immer herumlaufen. So, jetzt haben wir auch schon den ersten Schatz. Wenn wir alle Schätze haben, dann kriegen wir, glaube ich, eine Statue oder so etwas in der Art. Die wird sich dann am Anfang zeigen. Wir können ja auch mal kurz ins Menü gehen. Und Leute, hört euch diese Musik an. Die ist echt sowas von nervtötend. Wir haben auf jeden Fall 1 von 8 Sachen davon. Und die Musik möchte ich mir gar nicht mehr länger anhören. Deswegen machen wir einfach direkt weiter hier. Also, ich möchte gerne in so gut wie, ja, jedem Part immer ein Level schaffen. Und wir können auch mit den Monstern so eine richtigen Arschbomben machen. So eine richtige Wrestling-Action. Aber ich würde sagen, ich möchte schon gerne ein paar Sachen immer mitnehmen. Nicht alles, aber ja, was so auf dem Weg liegt und sowas, das nehme ich gerne mit. Und wir brauchen ja auch zum Beispiel Herzteile oder sowas. Das ist auf jeden Fall wichtig. Aber sonst, oh, hier ist eine Bombe. Das war ein richtiger Prank hier. Sonst brauchen wir eigentlich nicht alles. Also wir brauchen die meisten, oder was war das, Kristalle oder waren das... Ich habe jetzt leider nicht ganz aufgepasst, wofür man nochmal Herzteile bekommt. Also es war entweder die Statue oder es waren die Kristalle. Aber wir gucken einfach mal, Leute. Wir gucken einfach mal. Also ihr könnt ja auf jeden Fall mal reinschreiben, ob ihr das Spiel überhaupt mal gespielt habt. Das würde mich vor allem bei dem lieben Siggi interessieren. Oder ob ihr das Spiel überhaupt kennt. Ich glaube, es gibt gar nicht mal so viele Let's Plays dazu auf YouTube. Und ihr könnt ja auch mal schreiben, ob ihr überhaupt Lust auf das Projekt habt. Ich werde es natürlich zu Ende führen, weil es ja auch gar nicht mal so lange gehen wird. Ich denke mal so, unter die 20 Parts wird das Projekt schon gehen. Und da haben wir das zweite Teil, glaube ich, was wir hatten. Wir könnten ja mit den Dingern eigentlich irgendwas über den Game Boy Advance rüber übertragen. Aber das bringt uns ja, wie gesagt, nicht. Deswegen ist das Spiel halb so gut. Nein, ich glaube, die meisten Sachen haben gar nicht mal viel gebracht. Das würde mich halt echt mal interessieren, was das bringt. Ich habe halt das Spiel nie irgendwie mit dem Game Boy Advance verbunden. Und da haben wir den nächsten Wichtling, ein grüner. Hör mal, am Ende eines Levels musst du mit diesen steinernen Dingsbums fertig werden, das auf dem Zieltor sitzt. Ach so, ja, ja, damit es verschwindet, musst du eine bestimmte Anzahl von roten Kristallen einsammeln. Unter jeder Bodenluke befindet sich ein Subraum, in dem du ein Kristall finden kannst. Springe und drücke die R-Taste, um eine Stampfattacke durchzuführen. So lassen sich die meisten Luken öffnen. In diesem Level reichen schon 3 Kristalle aus, um das Zieltor zu entriegeln. Also, wenn wir nicht genügend von den Kristallen haben, also in dieser Zieltor hier, in diesem Zieltor, wo wir jetzt drin sind, das sind so kleine Unterlevel. Und wenn wir nicht genügend haben, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal zurück und die holen. Aber ich würde sagen, da haben wir den ersten Kristall. Diese Kristalle sind notwendig, um den Bossgegnern entgegenzutreten. Es gibt nämlich, wie gesagt, in jedem Level einen Bossgegner, den wir natürlich auch besiegen müssen. Und was ist das denn überhaupt für ein komischer Pilzkopf hier? Also, Knoblauch, einfach köstlich, möbelt deine Gesundheit auf. Hör mal, du komischer Knilch. Falls du schaffst, auf eine Knolle bist, dann musst du auch dafür löhnen. Und die Traute haben mich anzugreifen.
Natürlich würden wir ihn angreifen, also so können wir das mal machen. Also er würde uns ein Stück Knoblauch geben und wie ihr wisst, Wario wird schon häufiger mit Knoblauch assoziiert, habe ich immer so das Gefühl. Und Knoblauch ist sowas wie ein Herz zum Beispiel in Zelda. Da haben wir schon wieder eines der Statue-Stücke und hier können wir auch die Kamera ändern. Also finde ich, ist auf jeden Fall eine coole Idee. Die Level werden auf jeden Fall noch schwerer. Die ersten sind noch eigentlich recht leicht, habe ich immer so das Gefühl. Also ihr könnt natürlich, also da ist es natürlich objektiv, aber ich finde, dass die ersten Level noch ziemlich leicht sind und ich habe halt auch echt wenig Erfahrung noch oder wenige Erinnerungen an das Spiel. Hier haben wir noch ein paar Münzen, die wir auch alle mit dem Kirby, mit der Kirby-Attacke einsaugen können. So nenne ich die immer gerne. So, okay, hier geht's noch weiter. Und hier sind einfach mal Dinos. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die ganz heißen. Wie hießen die nochmal? Ich möchte mich hier jetzt schon wieder nicht unbeliebt machen, wenn ich nicht weiß, wie die heißen. Wie hießen die nochmal? Ach, ist ja auch egal, Leute. Ist ja auch egal, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Eigentlich bin ich nicht so ein richtiger Dino-Fan, aber ich bin auf jeden Fall an Dinos interessiert. Und ihr müsst wissen, wir dürfen hier noch nicht raus. Hier gibt es auf jeden Fall noch was, weil es gibt immer ein Statue-Teil und ein Kristallteil, glaube ich. Bin ich der Meinung. Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Und ja, ihr werdet schon sehen, was das Spiel mit sich bringt. Vor allem guckt euch mal die Augen von den Dinos an. Die sehen einfach so verrückt aus. Ich finde das Spiel einfach super, Leute. Ich finde das Spiel einfach super und ich hoffe, ihr freut euch auch auf das Projekt und es werden viele Leute das sehen. Falls sie auch noch nicht das Spiel kennen, wäre es noch umso schöner. Weil, ja, das Spiel sollte man vielleicht gespielt haben. Also, ist kein Muss, ist jetzt nicht so ein Spiel, wo du eine Checkliste hast und sagst, ja, das muss ich mal gespielt haben, das ist Must-Have. Ich weiß auch nicht, wie die Metakritik ist und hier ist einfach ein Triceratops. So weiß ich aber, wie der heißt. Die Namen weiß ich noch. Von so richtig normalen. Und der kann auch einfach mal so eine richtig aggressive Attacke ausführen. Da müssen wir auf jeden Fall immer aufpassen. Ich glaube, die sind auch gar nicht mal so, so schwach. Ich wollte ihn eigentlich dagegen werfen, aber wir können auch da so gegenspringen und dagegen hauen. Dann haben wir das jetzt aktiviert und unten war ja noch eine Kiste. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt schon holen sollte oder ob ich die wann anders hole. Ich hole die einfach jetzt mal. Ich glaube, da würden wir nicht mehr hinkommen. Also wie gesagt, wenn ich irgendwas sehe und das dann mitnehmen kann und die 100% dadurch erreiche, ja, dann nehme ich halt manche Sachen mit, aber insgesamt möchte ich jetzt nicht irgendwie Zeit dafür aufbringen, noch irgendwo nochmal in ein Level rein zu müssen, weil ich es nicht geschafft habe, da alle Sachen zu holen. Also dafür, ja, ist das Projekt eigentlich nicht da. Ich möchte einfach nur mal, ja, wieder dieses Spiel spielen und ich hoffe, ihr werdet alle dabei sein. Also nicht alle wahrscheinlich, aber ich freue mich auf jeden, der diesem Projekt beistehen wird. Und ja, ich habe es gar nicht mehr so richtig in Erinnerung, ja, meine Erinnerungen schwinden. Wie dieses Spiel eigentlich aufgebaut ist, also ob es viel schwerer wird oder sowas. Wario, kommst du mit dem B-Knopf klar? Ganz bestimmt. Halt den B-Knopf gedrückt, um eine Tempo-Attacke auf... Ja, hier kennen wir schon. Kennen wir schon alles. Da ist nichts Neues hier, die Wichtling. So, und der hat auch einfach eine Keule. Einfach super unlogisch. Wir können auch eigentlich, wenn wir den so haben, können wir auch damit einfach hier rein. Das ist auch absolut gut und das werden wir später auch noch benötigen. So, hier sind drei verschiedene Türme. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, ganz oben war eine Plattform oder sowas. Irgendwie so in der Art war das. Und da müssen wir jetzt erstmal gucken. Also ein bisschen Geld würde ich schon gerne mitnehmen. Aber alles müssen wir jetzt auch nicht mitnehmen. So, okay, den müssen wir, glaube ich, einmal oder zweimal müssen wir den runterhauen und den einmal. Ich versuche es jetzt einfach mal so. Vielleicht klappt es ja schon. Also es müsste schon klappen. Ja, okay, es klappt. Und da haben wir haben einfach mal ein Knoblauchteil bekommen. Aber sehr wahrscheinlich einfach deswegen, weil dieses Statue-Teil schon draußen lag auf dieser einen Brücke, die man gesehen hat. Und ich mache einfach mal für den ersten Part nur das erste Level. Und ja, dann werde ich wahrscheinlich auch noch nach diesem Part ein paar Parts aufnehmen. Und freut euch einfach. Freut euch einfach auf das Projekt. Falls ihr Interesse an dem Spiel habt, es wird auf jeden Fall noch ein weiteres Projekt kommen, weil ja jetzt gerade zeitgleich
die beiden Projekte, ja, beendet wurden. So gut wie, also ihr werdet wahrscheinlich diesen Part sehen und dann wird ein Part Super Mario Galaxy noch kommen und das war's dann auch. Also das Projekt wird dann auch zu Ende sein. Und ja, war auf jeden Fall ein schönes Projekt. Und ich meine damit jetzt halt Super Mario Galaxy. War auf jeden Fall richtig gut. Werde ich natürlich jetzt noch im letzten Part darüber reden. Ich habe den leider noch nicht aufgenommen. Ich kam einfach noch nicht dafür und ich finde auch immer, dass ich eher mir ein bisschen Zeit lasse bei dem Finale von irgendwelchen Spielen. Einfach, weil ich auch zufrieden sein möchte mit der Qualität des Parts. Also von der, ja, von der unterhaltenden Seite aus so gesehen. So, jetzt haben wir wahrscheinlich noch eine Kiste aktiviert. Ich weiß leider nur nicht, wo die sich befindet. Ich würde jetzt auch gerne, nicht so gerne nach hinten laufen, also wieder zurück. Ich gehe erstmal hier wieder rein. Dann haben wir mal kurz ein bisschen Ruhe vor den ganzen Monstern. Und hier ist so ein komischer Ball. Also, die wird es häufiger geben. Und da in der Mitte ist einfach so ein Stachelding. Ich weiß, jetzt wird eine unlogische Sache kommen. Wir wurden eigentlich hundertprozentig an der Hand getroffen, aber ja. Das Spiel sieht es so an, als würden wir nicht getroffen worden sein. Aber ist ja auch egal, Leute. Da haben wir jetzt mal wieder den nächsten Kristall. Wir brauchen insgesamt, glaube ich, für den ersten Boss im ersten Level, brauchen wir, glaube ich, auch nur 3 Stück. Aber ich nehme einfach alle mit, dann haben wir ein paar mehr. Und dann kriegt man, glaube ich, auch ein Herzteil. Und das wollen wir natürlich. Ich möchte jetzt aber auch gerne noch die Truhe holen, um ehrlich zu sein. Deswegen tut es mir leid, wenn ich jetzt nochmal zurücklaufen werde. Ach, die war hier unten. Okay. Okay, und dann haben wir wieder alles. Also, wenn sowas kommt, wo ich mich noch dran erinnern kann und sowas, dann hole ich das natürlich. Aber sonst halt nicht. Also, erwartet jetzt nicht, dass es ein 100%-Projekt wird. Ich werde mich aber auf jeden Fall festlegen jetzt schon, dass es kein 100%-Projekt wird. Ich wette, dass irgendwie vielleicht jemand reinschwimmen will. Oh, mach doch 100%-Projekte draus. Aber nee, Leute, bitte versteht meine Meinung und meine Ansicht und sowas. Also, ich möchte auch echt Spaß haben in diesem Spiel. Also, es geht mir hauptsächlich hier insgesamt um Spaß an dem Spiel und nicht um das ganze Sammeln jetzt. Und hier sind wir natürlich wieder in einem richtig leichten Untergrundlevel oder wie man die nennen mag. Also ich weiß halt absolut nicht, wie man die nennt. Deswegen nenne ich die jetzt einfach mal Untergrundlevel oder sowas. Ich bin der Meinung, dass er so, hat er es sogar gesagt? Oder Falltürlevel. So kann man es natürlich auch nennen. Ist natürlich optional. So, da haben wir den nächsten Wichtling. Und ihr seht schon leider, irgendwie ist die Schrift ein bisschen abgehackt. Vorsicht, Wario, die Felsklüfte und Abgründe in dieser Gegend sind sehr gefährlich. Stürzt du ihn ab, so landest du in Eindorns Bau. Und dort ist es ziemlich ungemütlich. In den Wassergräben da unten verlierst du permanent Münzen. Also sieh zu, dass du die Fluchtfeder findest, bevor du pleite bist. Die Fluchtfeder ist auf jeden Fall dieses Teil, mit dem wir wieder nach oben kommen, so wie in den anderen Leveln. Falls ihr nicht wisst, welche damit gemeint ist. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal über eine der Brücken. Ich weiß jetzt gar nicht mal, welche richtig war. Und wir gehen einfach mal hier lang. Es war natürlich die falsche, Leute. Und jetzt sind wir in diesem Gebiet von den Eindörnern. Und guckt euch an, wie komisch die einfach designt sind. Ey, das ist doch nicht deren Ernst. Guckt euch die mal an. Guckt euch die einfach mal an. Ach, da ist sie. Okay. Und wir müssen immer schnell da raus, weil sonst, wie gesagt, verlieren wir ganz viel Geld und sowas. Aber ich würde sagen, jetzt müssten wir eigentlich so gut wie am Ziel sein. Hey, das ist das Zieltor. Hast du genügend rote Kristalle gefunden? Dann macht diese steinerne Dingsbums den Weg frei. Ist das nicht der Fall, kannst du mit Hilfe der Bye-Bye-Ballons zum Anfang zurückkehren. Ach so, okay, so ist das. Und hier haben wir das Teil. Das aktiviert sich, glaube ich, von selbst. Einfach, wenn wir da rangehen. Ich würde da aber noch nicht hingehen, weil hier geht es noch ein bisschen weiter. Wie gesagt, ich hole nicht die 100%, nur ich möchte ein paar, also die Herzteile möchte ich ganz gerne mitnehmen, die meisten auf jeden Fall. Einfach aus dem Grund, weil
das uns halt echt viel bringen wird. Und hier mussten wir einfach das so ein bisschen bewegen. Und dann haben wir das auch. Dann haben wir auch den nächsten Kristall. Und ich dachte, ich springe jetzt direkt auf diese Fluchtfeder. Aber nee, habe ich natürlich nicht geschafft. Immer wieder kein Skill bewiesen. So, habe ich den jetzt aktiviert? Ja, ne? Ja, gut. Okay. Okay, okay. Ich rushe jetzt einfach mal durch. Die Gegner können uns eigentlich egal sein. Das Geld wollen wir natürlich mitnehmen, weil Wario, der ist ja so ein ziemlicher Geizkragen. Deswegen nehmen wir das einfach mal mit. Okay, hier gibt es nichts mehr. Hier gibt es noch einen Schalter, den man aktivieren kann. Und wo gab es jetzt... Ach ja, vorne gab es, glaube ich, noch bei dem Tor, bei dem Endboss-Tor oder Boss-Tor, gab es, glaube ich, sogar noch ein Schatztruhenfeld oder wie man das auch nennen mag. Und ihr seht schon, Leute, ich werde auf jeden Fall oder ich werde meistens ein Part ist dann gleich ein Level, so gesehen meistens. Denke ich mal, wenn ich jetzt nicht absolut... Oh. Na toll, jetzt bin ich hier runtergeflogen. Das wollte ich eigentlich nicht, weil das kostet uns natürlich noch ein bisschen mehr Zeit. Aber ich denke, wir kommen hier schnell wieder hoch. Deswegen ist das hoffentlich kein Problem und ihr schaltet nicht ab. Dann gehen meine Statistiken runter. Nein! Aber ich würde sagen, wir müssten jetzt eigentlich so gut wie alles haben. Gibt es hier noch irgendwo... Oh, Leute, was ist das denn für ein Turtok hier oder was das ist? Also ich finde, das sieht immer aus wie ein Turtok. Oder, ja, wie kann man das denn noch nennen? Das ist doch ein Turtok, oder nicht? Zack. Gibt es hier nicht irgendwas noch? Ich hatte das Gefühl, dass es hier noch irgendwas gab. Sicher, dass es hier nichts mehr gab? Also ich aktiviere jetzt erstmal dieses Tor. Und dann gucke ich nochmal ganz kurz, weil eigentlich habe ich irgendwie das nicht so im Gefühl, dass ich was vergessen habe, aber... es kann natürlich trotzdem sein. Und wir haben alle Schatztruhen-Sachen, aber wir haben noch nicht so insgesamt alles. Das werde ich auf jeden Fall dann nochmal offscreen holen, denke ich mal. Ich will auf jeden Fall alle Herzteile haben und die kriege ich halt, glaube ich, nicht, wenn ich das so mache, wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Ich gucke einfach mal ganz kurz nochmal hier vorbei, ob ich hier vielleicht nicht was vergessen habe. Aber es sieht leider nicht so aus. Dann müsste ich auf jeden Fall nochmal zurück, sehr wahrscheinlich. Und das mache ich aber auf jeden Fall offscreen. Ihr wollt natürlich noch den Boss sehen und der Part soll ja auch nicht noch länger gehen, als er schon geht. Und ich würde sagen, wir gehen rein zum Endboss dieses Levels. Zum Boss dieses Levels. Er hat 3 Leben und guckt ihn euch an. Für heutige Verhältnisse sieht er echt nicht gut aus. Er ist irgendwie der schmächtige Hulk, so gesehen. So sieht er irgendwie aus. Und so ein Boxer-Hulk eher. Und jetzt wom, 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 macht er einfach so eine komische Attacke, die am Anfang echt nicht schwer zu, ja, verteidigen ist oder auszuweichen ist. Und wir müssen ihn einfach hier runterwerfen. Also ein ganz, ganz leichtes Prozedere eigentlich. Aber insgesamt ist er halt nicht so schwer und ist halt so ein Tutorial-Boss, würde ich eher mal sagen. So, wir können ihn auch einfach selbst runterlaufen lassen. Aber das schaffe ich irgendwie gerade nicht. So, aber ich würde sagen, wir schlagen ihn wieder und dann geht es wieder ab mit dir nach unten in den Abgrund. Ja, ein Leben hat er noch und das werden wir ihn hoffentlich schlau nehmen können. So, jetzt wird er wieder wütend und jetzt läuft er einfach selbst runter. Genau so wollte ich das, Leute. Und wir müssen jetzt warten, weil jetzt ist er natürlich besiegt und er lässt jetzt ein paar Münzen fallen und die können wir natürlich alle wieder aufsammeln und ich würde sagen, ja, Leute, das war's mit dem ersten Part von Wario World und ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr es natürlich auch tun und hier sehen wir unseren Score. Wir haben leider wirklich nicht alles mitbekommen, das finde ich ein bisschen schade, aber ich würde sagen, das machen wir alles noch offscreen vielleicht. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Part auch dabei sein werdet. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.